Einheit verloren. Ja, ist okay. Mein Gott. Also ich glaube, weil die machen die so schnell platt. Weil so schnell können die gar nicht gucken hier. Alter, 4. Ich könnte natürlich einfach da unten in die Tür mal hinklatschen. Auch das wäre ja wieder zu leicht. Ob ich das hinbekäme, so 5, 6. Ja, oder sagen wir lieber 10, das überhaupt dazu bauen. Das wäre schon. Zu wenig Energie. Ja, ich weiß, ich weiß. Ah. Mal kurz wieder schnell. Speichern wir mal einen zweiten Speicherstand. So. Sturmturbulenzen. 2. Zack. Okay. Vortex. Ups. Was ist das? Einheit verloren. Das ist eigentlich in Ordnung. Keine Artillerie. Einheit bereit. Wird gebaut. Ich brauche mehr Disruptor. Disruptoren. So, die Erdmaschinen. Jetzt will ich damit auch erstmal nur die Erdmaschinen platt machen. Zu wenig Energie. Ich glaube, das versuche ich auch ernsthaft. Ich greife die Erntemaschinen direkt an. Nein! Nein, 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 nein! Fortsetzen. Ich habe gerade auf Abbrechen gedrückt, das habt ihr natürlich nicht gesehen. Ich habe ja gerade gespeichert. Von daher bin ich zumindest einigermaßen guter Dinge, dass es eventuell funktionieren könnte. Das Einzige, was da ist, ist ein Not-Mod. Das, was für mich da herausspringt, wäre ein neues Diverbenfeld und dass der Gegner kein Geld mehr hat, um irgendeine Scheiße zu bauen. Da würde ich dann Kakti nämlich einfach besetzen. Kann sagen, da darf man aber auch mal sterben, ne? Also. Los! Für ihn! Den Pisser! Zu wenig Geld. Oh, jetzt sind sie alle böse auf mich. Ja, ist okay. Ist okay. Ich weiß nicht, ob ich sie einfach so stehen lassen soll. Warum verliere ich jetzt hier irgendwie, Energie? Ja, komm, das ist ja uninteressant. Ja, hier kein Problem. Ah, cool. Ey, wenn das so funktioniert, dann würde mich ja schon glücklich machen. Oh, ein bisschen verbrannt. Was war das für Geräusch? Die haben mir etwas Angst gemacht. Okay, wunderbar. Sollen sie ruhig alle nacheinander kommen. Und dann kommt direkt die nächste Erntemaschine. Solange ich schneller produzieren kann, als ihn mal einer zerstören kann, ist alles gut. Boah, ich halte ganz schön aus, die Erntemaschine. Jetzt kommt wieder eine Einheit oder was? Okay, da kommt irgendwas. Irgendeine Scheiße aus dem Boden. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja, okay. Glücklicherweise keine Invasoren. Das hätte mich jetzt übelst getötet. Ja, auch das ist nicht so schlimm. Ach, das sind die ganzen Soldaten, die ja noch standen. Mein Gott. Ich höre meine Disruptor arbeiten. Okay, jetzt haben wir auch das hier mit zerstört. Finde ich gut. Also, sie kommen offensichtlich von da. Und von da. Du musst mal ein bisschen schneller lernen. Oh, fuck. Ja, aber erstmal, was jetzt wichtiger ist, ist die Betonplatte da oben. Wie viel kostet die? 50? Krass, hätte ich nicht gedacht. Ich schätze mal, pro Ernte Abfuhr kriegen wir wahrscheinlich, ich schätze mal 700, so wie bisher in jedem anderen Command & Conquer bzw. Westwood-Spiel, was weiß ich. Okay, die Schilden tue ich mal nach hinten, weil die sind eigentlich, das sind eigentlich am liebsten, die liebsten Opfer. So, hier kommen mal alle dahin. Jetzt haben wir nicht so 10, 11, 12 Stück hab, würde ich sagen, zu wenig Geld. Da könnte man mal vielleicht einen Angriff wagen. Okay, du bist fast tot. Du nicht. Einheit bereit. Ja, aber es ist gerade so recht ruhig geworden.
Was ich jetzt erstmal nicht schlecht finde. Ich darf natürlich, nur auf nichts aufmerksam machen, ne? Aber haben wir jetzt wirklich kein Geld mehr? Oh, das wäre so geil. Das wäre so geil. Da ist ja meine Strategie von mir aufgegangen. Das kenne ich ja gar nicht. Alter, da hier gibt es, glaube ich, nochmal einen Plan B. Oh, die bereiten irgendwas anderes vor, was mir überhaupt nicht gefallen wird. Also die letzten 6 Euro, die immer übrig bleiben, die kann ich dann nochmal verwenden, um hier ein bisschen zu reparieren. Oh, das war der falsche, leider. Zu wenig Energie. Ja, ja. Da lohnt sich auch nicht, dann die zu reparieren. Einheit bereit. Ja, komm, die Käse. Ich habe immer wieder Bock auf so ein altes Special Einspiel, einfach so privat durchzuzocken. Ich zocke momentan privat eigentlich nicht viel, nachdem ich die Alien-Kampagne durchgezockt habe mit, also von Alien vs. Predator Classic. Ich glaube, die macht nichts mehr. Oh, ist das geil. Einheit bereit. Ja, die Bemühungen-Kampagne, damit komme ich halt nicht so gut zurecht. Das flugt halt nicht so, ne? Das ist ja immer schon sehr schwierig. Das ist aber auch schon, du gehst auch nicht mehr so gut, ne? Wie geht's denn der Kodiak noch? Einheit bereit. Ach, okay, der geht's Bombe. Wird gebaut. Ich mach einfach mal so weiter wie bisher, ne? Dann wächst schön schnell nach. Ich weiß nicht, ob es was mit den Turbulenzen zu tun haben könnte. Ich will ja auch Spaß haben, gerne einfach jetzt mal so einen Heliport bauen, einfach mal um zu gucken. Zu wenig Energie. Ja. Einheit bereit. Ist gut, Mama. Aber ist ganz schön ergiebig, dieses Imperium, hätte ich eigentlich nicht gedacht. Oh, die können nichts mehr machen. Die können nichts mehr. Oh, ist das geil. Habe ich erstmal schön gefickert. Aber bevor ich angreife, also ich lasse jetzt noch die drei eben fertig werden. Bevor ich angreife, werde ich auf jeden Fall speichern. Werde dann erstmal den, ich nenne es mal direkt den oberen Weg gehen. Und dann werde ich erst, kann ich die Türme verkaufen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen was schon coole technisch regeln. Das ist ja wahrscheinlich jetzt absoluter Selbstmord, was ich jetzt hier gerade treibe. Deswegen speichere ich auch lieber jetzt. So, dann nehmen wir schon Turbulenzen 2. Jo. War ein harter Kampf in der Mission bisher, aber es sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Muss ich ja wirklich jetzt sagen. Also ungern ich das auch zugebe. Aber irgendwie hat es doch funktioniert. Kann ich sonst irgendwas bauen? Motion-Generator, Heliport. Ich baue jetzt einfach mal einen Heliport, weil ich es kann. Ich habe gerade gespeichert. Aber ich würde gerne einen Bomber mal testen. So, was los hier? Jetzt bin ich gleich wieder. Irgendwo hier muss eine Basis sein. Irgendwo hier muss eine verschissene Basis sein. Boah, sind die langsam! Was los? Hier ist auch noch mehr Tiberium, okay. Ihr Pimmel! Ihr mit eurer scheiß Artillerie, ne? Ihr geht mir sowas von auf den Nuss. Das ist unglaublich. Das Schlimme ist nur, das Positionieren ein bisschen mal schießen, ne? Okay, das war die Artillerie. Artillerie. Ansonsten einfach schön Disruptoren. So, das wollen wir einfach mal hier hinten. So. Neue Baumöglichkeiten. Da, Ockerbomber, da ist er. Wird gebaut. Okay, immer schön weiter im Takt. Sind das Betonplatten? Haben die wieder eine getarnte Basis? Habe ich jetzt eigentlich nicht so Bock drauf. Können auch einfach mal sich offenlegen. Hätte ich jetzt nichts gegen. Ja, Sir. Flugabwehr brauchte ich bisher glücklicherweise nicht. Motor an! Los! Fahret dorthin! Wenn ihr jetzt extra gewartet habt auf eure Kollegen, damit ihr gleichzeitig hinfahrt, dann finde ich das sehr schön. Weil ich immer ein Problem habe, wenn ich unterschiedlich schnelle Einheiten habe. Die einen sind dann direkt da und die anderen, der Rest nicht. Das ist ja ein bisschen immer Kacke beim Angriff. Dann kommen die Leute hinterher an und dann ist der Geschrei groß. Ah, okay, das klingt schon mal sehr nach... Scheiße. Attacke! Los! Nicht doof rumstehen und euch dann angucken! Ja, komm, tötet die Leute! Tötet die Leute! Die Leute wollen los! Ja, komm, weg damit und weg damit! Ja, ich glaube, wir sind ganz entspannt, glaube ich. Ach, haben die auch Tarnspackos hier? Tarnbeamtees.
Oder was? Ah ne, die haben ja einfach eine Tarnstation. Warum ich nur, dass halt manche Sachen mal getan. Wie viele Leute kamen da raus? 50? Okay, verdammt. So. Gut, gut. Das ist nur der Radar. Den Rad kaputt machen. Dreh ich mal um, genau. Da kommt noch ein bisschen was. Uninteressant. Ach guck mal, ich hätte das schön von der Klippe aus oben zerstören können, die Energie. Zu wenig Geld. Ist da keine Zibere mehr oder was geht ab? Wo ist meine Erntemaschine, Fratze? Ach ne, die ist einfach nur langsam. Gut. Will ich da gerade wieder eine Artillerie schießen? Nee, ne? Glaub nicht, nee. Und tschüss. Ich finde es auch schön, dass es wirklich durch, durch die Gebäude geht. Steht unter schwerem Beschuss! Okay, ich weiß nicht, ist die Basis jetzt getan oder nicht? Ich weiß das nicht. Ich kann das nicht sagen. Also ein Teil der Basis habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal gefunden, auch wenn es eigentlich so ungefähr gar nichts war. Weil jetzt eigentlich wirklich nur die Erntestelle und... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Schieß doch mal bitte! Echt, ey. Als wenn das Gerät ein Kunstwerk wäre. Oh, zwei sogar direkt. Da müssen wir einfach jetzt direkt drauf hier. Auf die Scheiße. Komm! Ja, komm. Schütt bitte erstmal den Turm, weil der nervt ziemlich. Und dann lasse ich eure freie Hand. So, bitte. Jetzt einmal alles drumherum töten. Aber sieht ja sehr stark danach aus, wie wir jetzt in die Hauptbasis kommen. Da werden ja auch schon mit zwei Dingern geschützt sind, ne? Das heißt ja schon mal was. Mit zwei Obelisken. Wird gebaut. Wie viel kostet denn dieser scheiß Bomber? Ist ja krank, ist das? Wo ist denn hier mal was? Ich versteh's doch nicht. Ja, wir müssen einfach mal in die Richtung weiter. Das Schlimme ist einfach nur, dass sie immer so lange brauchen, bis sie sich mal so ausgekotzt haben. Wo sie mal hinschießen wollen. Hier jetzt Obelisk, das wird ziemlich scheiße. Würde mir nicht so gut gefallen. Einer ist tot. Nein, der ist auch gar nicht tot. Schön. Und das war's. Noch mehr Tiberium? Ist doch recht viel Tiberium, ne? Schön. Aha, aha. Muss aber irgendwo was sein. Zu wenig Geld. Ja, ist okay. Erledigt. Dupdidu. So. Einheit verloren. Muss auf jeden Fall irgendwo noch Energie sein. Irgendwas muss hier doch noch sein. Einheit bereit. Okay. Für ihn. Yes. Wieso, weshalb, warum? Achso, guck mal. Wird gebaut. Gleich mal. Bratzel. Irgendwas tarnt doch hier. Und irgendwo muss auch Energie sein. Damit es getan werden kann. Okay, heile? Nein, okay. Hm, nun. Ich bin aber so ein bisschen auf dem Schlauch, ne? Ja. Bewacht ruhig, dass die Währung fällt. Euer gutes Recht. Geld. Ja, ja. Einheit verloren. Ja, ja. Alles cool. Einheit bereit. Disruptoren. Da ist so eine Artillerie. Okay. Die habe ich jetzt so nicht kommen sehen. Aber. Da können wir direkt mal unseren Bomber testen. Tod aus der Luft. Ey, wo ist er denn? Einheit, ja, wo ist er denn? Bereit. Hey, Bomber. Was los? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Okay. Was ist denn jetzt los? Warum haben wir jetzt wieder Licht? Mir ist halt egal. Hab ich jetzt alle Einheiten getötet oder was? Ich hab noch erstmal nur angegriffen. Aber schön, freut mich. Ernsthaft? Ja,
Das ist viel angenehmer fürs Auge. Oh, es ist toll. Erledigt. Ah, hab ich jetzt nicht gespielt. Ich bin wieder runtergesetzt. Ups. Sir? Ja? Bereit zum Ziel. Aber die Bombe ist ganz schön fett, ne? Das ist wahrscheinlich auch arschteuer, offensichtlich. Hat ja ein paar Jahre gedauert, bis er fertig war. Aber gut. Ups, Entschuldigung. So, schau ich das an! Boah, der ist richtig gut. Muss man gerade mal so ganz unverblümt sagen. Ja, ich will jetzt eigentlich... Ich habe jetzt einen Plan. Wenn die anderen mal schnell genug wären. Die Pappnasen, ey. Ich darf nicht im Tiberium landen, weil dann das ist Lava. So, okay. Wenn ich jetzt nämlich alle in eine Gruppe nehme. Okay, dann nehmen wir die anderen beiden auch noch. Und dann jetzt hier drauf lande, ne? Also entweder gibt es jetzt Kohle. Oder was gibt es? Wahrscheinlich Heilung. Wahrscheinlich Heilung. Wahrscheinlich Heilung. Ja! Er will einfach nicht drauf landen. Er ist doch zum Kotzen. Ja, dann halt nicht. Ist mir jetzt auch egal. Komm. So viel kann er ja nicht mehr sein. Boah. Aber wie lange hat es jetzt gedauert, bis die Sache jetzt so kam? Ah, wunderbar. Einheit cool. Bereit. Also mit welchem Grund ist der Sturm jetzt auch weg? Oh, das ist so blaues Tiberium. Hätte ich das mal früher gesehen. Erledigt. Das stimmt, ich habe die Tarnvorrichtung immer noch nicht gefunden. Oder das wäre so fies, wenn die Energie einfach hier direkt bei mir die ganze Zeit gewesen wäre. Ja, ziemlich Geld ist auch in Ordnung. Also eigentlich nicht, aber mein Gott. Gibt Schlimmeres. Zu wenig Basis zum Beispiel. Ja, komm. Einmal da durchquetschen. Ja, könnt ihr doch nicht. Geht mal hier hoch. Okay, und hier. Da. Ups. Ist nichts, okay. Ich verstehe es ernsthaft nicht. Habe ich irgendwo was übersehen oder was? Bin ich jetzt komplett behämmert? Wirklich, mir ist das relativ egal, aber. Ich verstehe es einfach nicht. Man kann wirklich sagen, dass ich irgendwo. Oh, auch blaues Tiberium. Naja. Auch zu spät gesehen. Ich will die Mission auf jeden Fall noch schaffen, weil da würde ich nämlich heute auch aufhören. Schon wieder eine relativ lange Aufnahme. Ich hatte ursprünglich übrigens mit 40 Parts pro Fraktion kalkuliert. Komme ich wahrscheinlich nicht ganz mit hin, weil ich glaube, ich bin ja jetzt schon bei Parts. Also jetzt inklusive diesem hier wahrscheinlich 36 oder so, könnte ich mir vorstellen. Oder 38. Ja, und das passt ja voll und hinten nicht. Ich weiß nicht, was so alles kommen wird. Aber selbst wenn ich noch eine Mission vor mir habe nach dieser hier, ich schaffe die nicht in zwei Parts. Ich kann meistens die letzte Mission teilweise schon eine relativ große Schlacht. Zumindest für meine Verhältnisse. Bestätige Flugbefehl. Wir brauchen Silos. Ja. Ach so, guck mal. Einheit. Da ist der Nukleus. Ich habe den Nukleus gefunden. Ja, Sir. Da ist Energie, zack. Zack, und da ist Energie, noch mehr. Einfach hin. Einfach hin. So, guck mal ihn an. Zack. Hätte ich das mal früher gewusst, ernsthaft, ne? Da hätte ich mir vieles einfacher machen können. Und da ist auch der Bau. Wie viel Basis da noch ist? Das habe ich einfach alles nicht gesehen. Das ist echt traurig. Ich glaube nicht, dass das da unten die Bomber sind, ey. Komm, tötet, tötet, verbrennt. Ihr möget verbrennen. Ups. Ja, komm, tötet. Ups. Ach genau, ich kann mit denen jetzt auch überfahren. Stimmt ja. Das ist halt wirklich die Kacke an den anderen Affen. Also, steigen sie alle drei in die Luft, ne? Hab ich recht? Oder gar keiner? Meinetwegen, mir ist das scheißegal. Jemand sind deine Bomben leer, das weiß ich. So, dann kümmert euch jetzt erstmal um alles, was hier so rumfleucht. Ich lass sie einfach mal gerade machen. Ja, geht die Hand von Nord direkt mit in den Schrott. Die Hand von Nord geht mit Schrott.
Ah, cool, cool, cool. Ja, und noch eine Mission geschafft. Die war richtig cool. Also, die hat mir wirklich ziemlich gut gefallen, weil es halt wirklich so schlecht für mich aussah zwischenzeitlich. Also, gerade zu Beginn. Und dann einfach der Wendepunkt war, dass ich die Erntemaschinen von denen belagert habe, beziehungsweise das Tiberium fällt. Und dass es seitdem einfach gut lief und ich aufrüsten konnte. Und gleich vorspeichern. Scheiße. Ah, wunderbar. Da habe ich mir jetzt nochmal einen Schluck Siegestrunk gegönnt. In Form von Wasser. Ja. Ah, das ist die EMP-Kanone. Ist natürlich grundsätzlich nicht schlecht, ne? Also, wenn man mal bedenkt, die EMP-Kanone. Wenn die wirklich dann die Leute aufhält. Also, ja, das war nicht effizient, das weiß ich. Ich habe super viele Einheiten verloren. Relativ viel geopfert aufgrund der scheiß Artillerien immer. Nur 27 Truppen habe ich verloren, war doch nicht so schlimm. 17 Missionen. Heide Witzke. Mac, Notch startet einen vollen Gegenangriff. Wir haben sie an der Südfront angegriffen, aber... Notruf kommt rein, Sir. Ursprung, Nähe Kairo. Verstärken. Ich fürchte, mein Einsatz ist fehlgeschlagen. In Kane's Tempel in Kairo habe ich eine Rakete gefunden, die bald schon die ganze Erde vernichten wird. Und Umagan. Eva, Marschbefehl für alle Truppen. Koordinaten Kairo. Wir brauchen eine größere Angriffsmacht und mehr Zeit zum Planen. Wenn Kane mit dem Rücken zur Wand steht, dann könnte er das Tiberium über die ganze Welt verstreuen. Sie werden ihn nicht angreifen. Tut mir leid, Sir. Wir fliegen los. Okay, ab nach Kairo. Beim Tempel von Nord. Kann wirklich die letzte Mission sein. Signaturimpulse, die wir aus Kanes Stützpunkt in Kairo aufgefangen und ausgewertet haben, deuten darauf hin, dass er seine Tiberium geladene Weltuntergangsrakete innerhalb der nächsten Stunden starten will. Sie müssen den Pyramidentempel zerstören, bevor er eine Chance hat, die Rakete zu starten. Es gibt keine andere Möglichkeit. Okay. Also Tempel, ich weiß nicht, Kane, der hat gesagt Kanes Stützpunkt, aber kann ja sein, Stützpunkt der Nord, ne, dass es dann mit Kanes Stützpunkt gleichzusetzen ist, dass es einfach nur, ne, ihm unterstellt ist. Aber dass der Tempel ist, denke ich mal wirklich, dass es er selbst ist. Signatur. Machen wir mal ab. Ja, stopp! Verstärkung ist eingetroffen. Räumen Sie den Sektor für die Ankunft des Landungsschiffes. Okay, aber erstmal speichern wir ab. Das letzte Gefecht, okay, es ist die letzte Mission. Hätten wir das Thema zumindest schon mal geklärt. So, speichern. Ja! Wunderbar, dann sind wir auch schon wieder relativ weit gekommen. Ich glaube, immerhin, zwei Missionen haben wir geschafft. Ja gut, die eine Mission habe ich ja leider doch übersprungen. Oder ich weiß nicht, ob man sich da eine von den beiden aussuchen sollte und das wäre einfach nur eine andere Map gewesen oder so. Keine Ahnung. Aber eine Mission haben wir dann vielleicht verpasst, vielleicht nicht, kann ich jetzt so nicht sagen. Ja, und beim nächsten Mal ist das dann vielleicht schon die letzte Aufnahme für die GDI. Ich weiß nicht, ob ich die in einer Aufnahme durchkriege, die letzte Mission. Bisher lief das eigentlich wirklich einigermaßen gut für meine Verhältnisse. Definitiv. Ich hätte gedacht, ich hätte mehr Schwierigkeiten mit dem Spiel, vor allem, weil ich das ja auch nicht kenne. Und mit den anderen Kommandokonker und KK Elitern hatte ich auch mehr Schwierigkeiten. Aber gut, hier habe ich auch einfach geile Einheiten, ne? Und die bauen halt auch nicht wirklich viel nach, wenn ich was zerstöre. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil, den ich habe. Ja, auf jeden Fall, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, nächstes Mal vielleicht vorerst die letzte Aufnahme von Command & Conquer. Aber wir haben ja noch die ganze Seite in der Nord, ne? Und hier überlege ich auch schon wegen Feuersturm, ob ich da nicht auch irgendwie dazwischen dingeln soll. Aber warten wir es mal ab, ne? Erstmal das fertig machen und gut ist. Ja, schönen Abend auf jeden Fall noch, ne? Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.